So, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Olaf Krüger. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Presseclub München zur Pressekonferenz der Piratenpartei. Heute unter dem Motto „Die Piraten sind zurück“ wird der Wahlkampf jetzt interessant. Kurzer Rückblick: Vor einem Jahr kapern die Piraten quasi das Parteiengefüge der Bundesrepublik Deutschland. Sie segeln direkt in 4 Landtage, machen auf sich aufmerksam mit gewagten Thesen und mit schrillem Outfit, mit gelben Fähnchen und mit interessanten Auftritten. Dann stehen sie plötzlich vor einer Zerreißprobe. Es wird ruhig um sie und die Presse kümmert sich nicht mehr um sie. Diese Phase haben die Piraten genutzt. Sie haben ihr Programm ausgebaut, sie haben sich gut aufgestellt und sie haben in allen Wahlkreisen Kandidaten benannt und aufstellen können. Die Frage also, die heute Abend im Raum steht: Was wollen diese Kandidaten, insbesondere die Spitzenkandidaten? Wer sind diese Kandidaten? Was sagen diese Kandidaten angesichts von Entwicklungen wie Prism, Tempora, den Geschichten vom Bundesnachrichtendienst und, da brauche ich nur ein Wort zu sagen, dem ganzen Neuland-Gespräch? Wir bieten Ihnen heute die Möglichkeit, mit den Spitzenkandidaten ins Gespräch zu kommen. Dazu haben wir 3 Podien, die hintereinander möglich sind. Wir haben angefangen mit einer Fotosession. Wir werden weitermachen mit den Bezirkstagskandidaten. Dafür haben wir ungefähr 30 Minuten Zeit mit Fragenblock. Wir werden weitermachen mit den Landtagskandidaten, wie gesagt, die Spitzenkandidaten. Und wir werden dann groß enden mit dem Bundestagskandidaten. Wahrscheinlich wird es dazu jede Menge Fragen auch geben von Ihrer Seite. Wie geht es weiter in dieser Republik? Wie geht es weiter mit den Piraten? Sie werden wahrscheinlich gemerkt haben, dass auch hier in München einige Aktionen derzeit laufen. Nächste Woche haben wir eine Großdemonstration auf dem Marienplatz, auf den Sie hier schauen, zur Rente. Möglicherweise assoziieren Sie noch nicht dieses Thema mit der Piratenpartei. Vielleicht aber wird sich das am Ende dieser Pressekonferenz geändert haben. Die Piraten haben sich auch aufgestellt für den Bezirkstag. Der Bezirkstag ist meistens nicht so sehr im Fokus der Presse. Heute Abend wird es möglicherweise interessant für Sie werden, dass auch in der Bezirkspolitik Piraten einiges programmatisch zu sagen haben. Ich bitte an dieser Stelle also jetzt die Bezirkstagskandidaten, die Spitzenkandidaten der Piratenpartei aufs Podium. Ich stelle Ihnen kurz die Kandidaten hier auf dem Podium vor. Von meiner linken Seite aus, das ist hier, fangen wir an gleich mit Martina Venter, Spitzenkandidaten der Piraten für den Bezirkstag auf Platz 1. Wir gehen dann weiter zu Manfred Plechati, hier an meiner Seite. Machen weiter mit Dr. Gabriela Berg auf dieser Seite. Anschließend mit Klaus Toll. Und abrunden werden wir die Vorstellungsrunde mit Marion Ellen. Ich darf also zunächst einmal ein Statement von Martina Venter, unserer Spitzenkandidatin, erbitten. Genau. Also ich sage einfach einmal in die Runde ganz herzlich grüß Gott. Ich darf mich kurz nur mal selber vorstellen. Mein Name ist Martina Venter, ich bin 27 Jahre alt, aus Traunstein im wunderschönen Chiemgau und bin eben Spitzenkandidatin für den Bezirkstag von der Piratenpartei. Wir Piraten haben in Oberbayern ein sehr ausführliches Bezirkswahlprogramm erstellt, das ausführlichste aller Parteien. Die Schwerpunkte liegen dabei
entsprechend dem Bezirkstag natürlich auf Gesundheit und Soziales. Dementsprechend geht es bei uns im Bezirkswahlprogramm beispielsweise um die Psychiatrie, um die Behindertenhilfe und natürlich auch um Hospize. Wir haben uns darüber hinaus auch noch mit Kultur und Brauchtum befasst und freilich auch mit dem Kernthema von den Piraten, mit Demokratie und Transparenz. Meine eigenen Schwerpunkte liegen dabei auf der Kultur und auf der Behindertenhilfe. Die sind aus meiner Sicht recht eng miteinander verbunden. Egal, ob jetzt eine psychische Erkrankung vorliegt, ein Migrationshintergrund, eine Behinderung oder vielleicht abweichende sexuelle Identität, die Menschen werden dementsprechend stigmatisiert. Das heißt, sie werden auf dieses eine Merkmal reduziert und dementsprechend dann auch negativ bewertet. Der Wert eines Menschen hängt aber von diesen Attributen nicht ab. Das ist uns eigentlich alle bewusst. Sagen wir zumindest, in der Gesellschaft schaut es oft anders aus. Und ich sehe die Politik hier in der Verantwortung, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das anders sei, ganz normal ist. Politische Zugeständnisse, wie zum Beispiel das Ehegattensplitting für die homosexuellen Paare, ist meines Erachtens nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Besonders im Kleinen, also auf der kommunalen Ebene, muss diese Normalität geschaffen werden. Im Bezirk Oberbayern möchte ich das bewerkstelligen durch Begegnungen zwischen den Menschen. Die Menschen begegnen sich an unterschiedlichsten Orten, in Museen, auf Konzerten, in der Schule, auch am Wohnort, klar. Und genau da werde ich im Bezirkstag dann tätig. Ich möchte innovative Kulturprojekte ins Leben rufen, um diese Begegnungen zu ermöglichen. Zwischen Behinderten, Menschen mit Migrationshintergrund und allen anderen, die Lust haben, aktiv und auch passiv Kultur zu leben und an Kultur teilzuhaben. Gerade auch in ländlichen Regionen, wo bisher das Angebot eher spärlich ist. Unterstützt wird diese Idee durch uns, durch flexible Wohn- und Hilfsangebote, eben auch für Senioren, für Kranke, für Behinderte, für jeden, der diese Angebote in Anspruch nehmen möchte. Meines Erachtens stärken wir so unsere Gesellschaft, gerade in Oberbayern, für Freiheit und Toleranz. Danke. Ja, grüß Gott zusammen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Manfred Plichati. Ich kandidiere für den Bezirkstag für den Stimmkreis München-Land. Meine Themenschwerpunkte gehen eigentlich auch über die Bezirkstagsthemen hinaus. Unter anderem das Thema Altersarmut. Dazu haben wir jetzt eine große Veranstaltung gerade geplant. Nächste Woche statt. Entschuldigung. Wir haben hier am Marienplatz eine große Demo. Das Ganze ist eine deutschlandweit angesiedelte Demonstration gegen Altersarmut. Wir stellen das unter das Motto: Gehen die Rentner über Bord. Ist eigentlich kein wirkliches Bezirkstagsthema. Ich möchte deswegen auch zum Ausdruck bringen, dass wir über die Bezirkstagsthemen hinaus arbeiten, zum Beispiel auch für das Thema Landwirtschaft. Wir haben auch da ein sehr umfangreiches, ausführliches Programm geschrieben. Da kann ich jetzt aber die Schleife ziehen zum Bezirkstag. Dort ist einer meiner Schwerpunkte neben diesen ganzen Themen wie mehr Demokratie und Transparenz vor allem auch das Thema Schutz der Bienen. Wie wir alle wissen, leiden wir unter einem großen Bienensterben weltweit. Wir haben uns dafür eingesetzt und Programme geschrieben, um die Bienen besser zu schützen. Die Bienen sind sehr wichtig für die Bestäubung aller Pflanzen. Mittlerweile gibt es da Beschlüsse EU-weit, aber nur das kann man auch unterstützen. Danke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dr. Gabriela Berg. Ich bin 52 Jahre und Tierärztin. Eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie mit ihren Alten und Behinderten umgeht.
Einer meiner Schwerpunkte in der Bezirkstagspolitik wird der Einsatz für ein selbstbestimmtes Leben und Teilhabe im Alter bei Behinderungen sein. Nachdem wir da alle nicht so toll sind, wie wir von Herrn Plachaty schon gehört haben, dass wir unsere alten Menschen zum einen in die Rentenarmut reintreiben, wird es genauso ein Problem mit der Pflege werden. Vor circa 4 Jahren habe ich meine pflegebedürftige Mutter zu mir genommen. Anfänglich ging das sehr gut, bis sie nicht mehr gut laufen konnte und auf einen Rollstuhl angewiesen war. Ich musste quasi eine Wohnung wechseln, weil sie das Bad nicht mehr benutzen konnte. So geht es dann, an für sich wäre sie noch kein so Pflegefall gewesen, um ein Pflegeheim zu gehen. Sie konnte einfach nur die Toilette nicht benutzen. So wird es dann im Jahre 2035 ca. 3,5 Millionen Pflegebedürftigen gehen, jedenfalls ein Großteil davon, dass sie ihre Wohnung verlassen müssen und ein Pflegeheim umziehen, weil die Wohnung noch nicht mal barrierereduziert ist. Mit einer barrierefreien Wohnung könnten viel mehr Menschen lange ein selbstbestimmtes Leben führen. Und die Kosten vom Pflegeheim werden uns 2035 ca. 18 Milliarden Euro kosten. Wir müssen deshalb dringend Alternativen zur teuersten Pflegereform entwickeln, dem Pflegeheim. Das ist auch das, was die Menschen sich wünschen. Sie wollen so lange wie möglich in der eigenen Wohnung bleiben. Es wird höchste Zeit, dass altersgerechtes Bauen und Sanieren stärker gefördert wird. Es ist dringend nötig, dass wir jetzt mit dem Ausbau von barriere-reduzierten bzw. barrierefreien Bestandswohnungen beginnen. Sonst wächst uns in ein paar Jahren die Pflegekosten über den Kopf. Dies ist nur durch finanzielle Anreize zu schaffen, die ja in den letzten Jahren leider von Bund und Land weggestrichen worden sind. Mein Thema ist ambulant vor stationär. Vielen Dank. Grüß Gott, mein Name ist Klaus Toll. Ich bin 53 Jahre alt und kandidiere auch für den Bezirkstag von Oberbayern. Wie schon mehrfach angesprochen ist, der Schwerpunkt des Bezirkstags liegt im sozialen Bereich. Und genau das war für mich der Grund, bewusst für dieses Amt zu kandidieren. In unserer Gesellschaft, die immer mehr auf Leistungsfähigkeit und Produktivität setzt, dürfen wir einfach die Menschen, die unsere Hilfe brauchen, nicht vernachlässigen. Wir können es uns doch leisten, den Älteren, den Kranken und den Hilfebedürftigen die Unterstützung und das Einkommen zu sichern, das sie brauchen. Wir oberbayerischen Piraten sehen in der Unterstützung der Hospizidee eine grundsätzliche Aufgabe des Bezirks. Sterbende und deren Angehörige brauchen unsere Hilfe ganz besonders. Eine flächendeckende Sicherstellung dieser Versorgung muss als Pflichtaufgabe des Bezirks gesehen werden. Nicht nur in den Großstädten, ganz besonders auf dem Land, muss die Hospizidee fachlich und finanziell unterstützt werden. Wenn möglich, sollten die Patienten in vertrauter Umgebung ihre letzten Tage verbringen können und die persönlichen Wünsche der Sterbenden an erster Stelle stehen. Die ambulante Versorgung der Patienten muss durch mehr speziell ausgebildete Pflegeteams erweitert werden. Gerade außerhalb der Ballungszentren sind die Möglichkeiten dieser ambulanten Versorgung zu wenig bekannt und werden oft gar nicht aktiv angeboten. Die Anzahl dieser Betreuungsteams ist dem Bedarf weiter anzupassen. Ich werde mich dann noch ganz besonders dafür einsetzen, für die Erweiterung der Hospizidee für Kinder und Jugendliche. Die Betreuung von sterbenden Kindern und Jugendlichen mit ihren Angehörigen stellt eine ganz besondere Herausforderung dar. Und diese Arbeit unterscheidet sich extrem von der Arbeit für die Hospizmitarbeiter. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Errichtung eines eigenen Hospizes in der Hand des Kinderhospizes in der Hand des Bezirks, dessen Personal nach dem Tod des Kindes auch die Nachsorge der Angehörigen und hier natürlich ganz besonders der Eltern übernimmt. Mein Name ist Klaus Toll und ich bin Pirat. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Marion Illen. Ich bin 44 Jahre alt. Ich war einige Jahre Betriebsrätin, als auch viele Jahre Schöffin. Diese Zeit hat mich sehr geprägt, was soziale Themen als auch das Gerechtigkeitsgefühl betrifft. Und damit mich letztendlich hierhin und zur Piratenpartei.
Denn nur wir stellen die Dinge grundsätzlich in Frage. Wir verteilen keine politischen Pflaster und machen hier und da mal etwas, sondern versuchen grundsätzlich, unser Land zu verbessern. Ich persönlich halte unser Sozialsystem, das selbst Kranke und Behinderte in Armut treibt, für ein asoziales Unrechtssystem. Eines, das zur Verrohung unserer Gesellschaft führt, und ich glaube nicht, dass wir uns das auf Dauer noch leisten können. Auf Bezirksebene kann ich das nicht verändern. Da müssen dann die nachfolgenden Piratenkollegen aus den anderen Parlamenten ran. Psychische und psychiatrische Erkrankungen dauern lang. Und manchmal benötigen die Betroffenen lebenslang Unterstützung. Doch wenn jemand Leistungen nach dem StGB 12 beim Bezirk Oberbayern stellt, muss er nicht nur die kompletten Einkommensverhältnisse jährlich offenlegen und dies auch anrechnen lassen, sondern er muss auch sehr sensible Angaben machen. Angaben, die man im Alltag eventuell nach 5-jährigen Vertrauensverhältnis irgendjemandem erzählt. Und diese Angaben werden dann aber jetzt von fremden Verwaltungsangestellten gelesen. Ob dieses Verfahren, das auch noch jährlich erfolgt, unbürokratisch und barrierefrei ist, das stelle ich mal in Frage. Ebenso wie die Frage nach der Würde des Antragstellers. Solange die anderen Parteien sich nicht besinnen, sehe ich uns Piraten allein als das Gewissen, als die Mahner und Warner in der Sozialpolitik Deutschlands. Wie gesagt, vieles, was ich hier gesagt habe, werde ich auf Bezirksebene nicht ändern können. Doch um wirklich was zu verändern, muss man auf allen Ebenen anfangen und einmal feucht kehren, beziehungsweise kehren und feucht durchwischen. Und die Auswirkungen des SGB 12 werde ich zumindest als Bezirksrätin mildern und verändern können. In diesem Sinne. Vielen Dank. Vielen Dank an unsere Kandidaten für den Bezirkstag. Gibt es Fragen? Ich habe zumindest eine Bemerkung. Das heißt immer, bei den Piraten wären so wenige Frauen. Studium beweist hier ganz klar das Gegenteil. Und das ohne Frauenquote. Ohne Quote. Allein durch Leistung. Da hinten ist eine Frage noch. Eine Frage an die Frau Dr. Berg. Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich noch außer der Barrierefreiheit? Ich bin im Team drin mit Herrn Plechati mit den Bienen. Nachdem er das so super toll mit den Nikotinoiden gemacht hat, hänge ich mich jetzt gerade an die nächste Schweinerei dran, die sie dafür rausgesucht haben, nämlich Fipronil. Das haben sie dafür jetzt eingestellt und angeschafft. Und das ist noch um einiges giftiger als die Nikotinoide. Noch Fragen? Da ist noch eine. Kulturpolitik ist ja auch ein Bezirksthema, ist sehr verantwortlich. Und weiter dann im Programm steht ja innovative Kulturpolitik. Was kann man sich darunter vorstellen? Genau. Also für mich ist innovativ, dass man nicht fertige Veranstaltungen hinstellt. Das haben wir auch so im Programm festgelegt, sondern dass man zum Beispiel Veranstaltungsräume zur Verfügung stellt. Es ist viel so, dass Vereine und Verbände gute Arbeit machen in Oberbayern. Das möchte ich überhaupt nicht leugnen. Es gibt die Möglichkeit, Sportvereine zu besuchen, in den Trachtenverein zu gehen. Das reicht meines Erachtens aber nicht aus. Es gibt ganz viele Kinder und Jugendliche, die haben da einfach keinen Zugang dazu, und als Erwachsener ist dann erst recht schwer, neu in einen Verein einzugehen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man zum Beispiel Proberäume für Bands zur Verfügung stellt, für freie Theatergruppen, die sich einfach so zusammenfinden. Und hier, da sind wir dann auch wieder ein bisschen bei der Behindertenpolitik, möchte ich ganz bewusst eine Behinderte mit ins Boot holen, die dort mit Theater machen. Gibt es in Dranstein momentan ein ganz interessantes Projekt, wo türkische Mitbürger aus Dranstein mit Behinderten ein Theaterstück aufführen. Das ist, muss man ehrlich sagen, das ist ganz, ganz lieb geworden. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, dass sie da selber zusammengefunden wird, aber dass der Bezirk die Räumlichkeiten für diese Sachen zur Verfügung stellt. Weil ich weiß, hat der Bezirk diese obermalischen Kulturtage gekriegt, langt das nicht aus? Also das ist ganz toll, weil die jetzt dieses Jahr sogar bei uns im Landkreis stattfinden, kommende Woche. Also kann ich gleich mal Werbung machen, wer mag, kommt nach Dranstein, es ist wirklich jeden Tag volles Programm.
Ich finde aber, dass einmal im Jahr nicht ausreicht. Das ist unheimlich groß abgezogen mit den Kulturtagen. Es gibt ganz viele integrative Projekte, inklusive Projekte, wo Behinderte zum Beispiel auch mit dabei sind. Das ist ganz toll, aber das ist einmal im Jahr einfach zu wenig. Solche Sachen müssen oberbayernweit ganzjährig immer wieder veranstaltet werden, dass das in dem Rahmen so nicht möglich ist, dass man da eine ganze Woche, eine richtige Festwoche veranstaltet, ist klar. Aber dann lieber öfter in ganz Oberbayern kleinere Veranstaltungen, aber dafür einfach höher frequentiert. Ich hätte auch noch was zum Thema Kultur, darf ich das noch? Ich bin sehr für den Erhalt dieser kleinbäuerlichen Strukturen. Was wir ja in deutschlandweit haben, ist ein Aussterben dieser schönen Ortschaften, die vor allem in Oberbayern ja geprägt sind durch Bauernhöfe, durch ein Zusammenleben der Gemeinschaft in den Ortschaften. Das wird ersetzt durch Agrarfabriken, durch bäuerliche Strukturen, die einfach so in der Form nicht mehr wirklich bäuerlich genannt werden können, sondern reine Industriebetriebe sind. Und wenn wir da nicht intensiv was tun, dann wird sich unser gesamtes Dorfbild verändern. Gibt es weitere Fragen? Also wir haben hier die Repräsentanten von Kultur Behindertenhilfe, das ist Frau Wenter. Altersarmut, das haben wir gerade schon gehört. Nächste Woche also eine Großdemonstration hier in München, aber auch bundesweit von der Piratenpartei organisiert. Barrierefreiheit hatten wir als Thema, Hospize und Kinderhospize von Herrn Toll und Psychiatrie. Gibt es aus diesen Bereichen mit Blick auf den Bezirk noch Fragen? Sonst hätte ich noch eine. Vielleicht an Frau Ellen, weil Sie gerade Psychiatrie genannt haben. Wir haben aktuell ja den Fall Mollert, wie stehen Sie eigentlich zum Fall Mollert? Ja, ich habe dazu einerseits geblockt und ich hatte dies angekündigt auf Twitter und geschrieben, ich bin sehr, sehr wütend. Und das war dann einer meiner meistgelesenen Artikel. Ich habe dann noch viele Reaktionen bekommen, beziehungsweise auf meinem Blog hatte ich ein Gutachten des Chefarztes versucht auseinanderzunehmen. Und aus meiner Sicht, oder beziehungsweise ich war ja nun Chefin, dann habe ich versucht, aus diesem Blickwinkel da drauf zu schauen und habe versucht herauszufinden, wo ist dieser Mann gefährlich und wo ist er wahnhaft anhand dieses Gutachtens. Ich habe nichts gefunden. Dann haben die Frau Berg und dann noch eine Landtagskollegin, die Frau Kammler und ich, dann auch mal zusammengetragen, was die Piraten an sich jetzt in diesem Fall getan haben und haben dann einen Artikel in der Flaschenpost geschrieben. Und ich war bei einem Untersuchungsausschuss, wo die Frau Merck ausgesagt hat. Und das war, glaube ich, eines meiner demotivierendsten Erlebnisse überhaupt. Und ich weiß nicht wirklich, wozu man Untersuchungsausschüsse macht, weil die Wahrheit wird man dort nicht finden. Und es war offensichtlich, was Opposition und Regierung sagen. Also keine Ahnung, was das soll. In dem Fall hoffe ich jetzt nur, dass es wirklich endlich mal zu einem Abschluss kommt und der Herr Mollert freikommt. Gut, haben wir noch Fragen? Eine Verständnisfrage. Welche Gutachten, es geht ja da auch nicht um den Gutachten, weil der Richter muss sich ja auf das Zeitgutachten, dass man das angesprochen hat. Nee, das war das eins, was kürzlich erst erstellt worden ist und wo eben eigentlich schon Zweifel bestanden haben. Das war bei dem Dr. Leipziger. Ich habe es nur nicht, keine Namen eben auf dem Blog genannt. Und wo man ja nun eigentlich berücksichtigen muss, wie lange sitzt der Mann dort? Es hat niemand mit ihm gesprochen. Und das eben nur anhand von Aktenlage beziehungsweise wie er sich denn ein Jahr dort in dieser Klinik verhalten hat. Und da war nichts Wahnhaftes und nichts Gefährliches. Ist die Frage damit beantwortet? Gut, damit haben wir auch gleich quasi den Zirkelschluss
zu einer Veranstaltung, die hier im Presseclub letzte Woche stattfand, ziehen können. Möchte aber jetzt überleiten zur nächsten Podiumsrunde. Herzlichen Dank an unsere Bezirkswachskandidaten, die Spitzenkandidaten hier der Piratenpartei. Ja.